So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und ich habe es euch mal gezeigt, wie das aussieht. Wie kommt der Hase hier hin? Ich sehe da keinen. Ich penne mal eben. In der letzten Folge waren hier ein paar Typen. Da habe ich einfach gespeichert. Jetzt sind die weg. Ich weiß, was man mit einer Axt tun kann. Genau, in der Luft rumhacken. Auf jeden Fall habe ich vor, den Weg, den die immer lang gehen, mal eben schön mit ein paar Totems zuzupflastern. Es ist auf jeden Fall nichts Verwerfliches. Also, das kann man ruhig mal probieren. Was sollen die schon groß tun? Dir den Kopf abreißen? Nee, das machst du ja schon bei denen. Deswegen einfach mal probieren. Die werden mir ja schon nicht böse sein. Ich tue es nämlich, weil ich denen böse bin. Weil ich ja nicht will, dass die zu mir hochkommen. Mal sehen, wie lange die brauchen, um zu spawnen. Denn wenn wir Glück haben, dann übernehmen wir das hier unten einfach. Für uns. Dann können die kommen, wie die wollen, aber dann werden die auch nichts mehr erreichen. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Ja, okay, dann gibt es vielleicht ein paar extra Minuten, eine oder zwei. Ich habe nämlich nicht von Anfang an geguckt. Das nehmen wir dann mal als Fanservice, ne? Wo ist hier eigentlich mein Totem dort unten, ne? Mach ich hier noch eins hin. Wieso habe ich den Hasen schon wieder in der Hand? Habe ich den nicht getötet? So könnte man übelst Hasen farmen. Da habe ich einen Schrei gehört. So, eben testen, dass ich auch gut abwehren kann. Nein. Nein. Du sollst abwehren. Warum will der nicht abwehren? Der will nicht abwehren. So. Gut, so. Guter Junge. Warum? Keine Ahnung. Ihr wisst ja. But first, let me take a selfie. Oder nicht? Guck mal, nicht mal, da trifft er richtig. Ah, komm, ein bisschen was essen. Kann nicht schaden. Oh nein, der Hasengeheimdienst. Immer dieser Hasengeheimdienst. Sie sind überall. Und komischerweise sind die Eingeborenen nicht hier. Da will man denen mal eine Falle stellen, dann kommen sie nicht. Aber man hört sie. Aber auch nur so ganz, ganz leise. So ein da, da sind sie. Ganz, ganz leise hört man manchmal. So, mit denen muss ich natürlich auch fertig werden. Ich nehme da lieber eine Waffe, die schnell abwehren kann. Ich teste gerade nochmal. Abwehren, abwehren. Okay, ich musste zweimal abwehren drücken, das ist nicht so gut. Nicht so praktisch. Deswegen nutzen wir die alte. Die geht schneller mit abwehren.
gut, jetzt hat die auch wieder solche Spacken. So. Wie testen wir das jetzt aus? Ich versuche, die ins Feuer zu locken, um so erheblich höheren Schaden zu machen. Nein, ich werde den nicht nutzen. So, 5 gegen 1. Ab geht's. Oder auch nicht. Okay, Dance Party. Na, ich meine, so kann man auch austragen, aber komm, ich komme mal zu euch. Anscheinend macht ihr keine Anstalten, euch zu mir zu bewegen, ne? So, 2. Ein Doppelangriff, okay, das ist eure Technik. Ihr schickt 2 vor. Die anderen warten. Okay, der eine springt da hoch. Die kämpfen gegeneinander. Gut, ich habe Unterstützung erhalten, danke. So, warten wir mal. Warum sind hier nur nackte Frauen mit Glatzen? Der ist gerade durch Feuer gelaufen, das jetzt plötzlich nicht mehr da ist. Die eine ist auch durch Feuer gelaufen. Haben wir schon mal einen tot. So, ihr drei noch. Alter, was war das denn für ein Move? Der sah jetzt richtig cool aus, den der gemacht hat. Übrigens, ich habe eine Theorie aufgestellt, warum ich jetzt gerade keinen Schaden genommen habe. Das liegt daran, dass ich ja nicht nach unten gefallen bin, sondern in eine Richtung. Und solange man in irgendeine Richtung fällt und nicht in die Tiefe, ist das so, dass man dann keinen Schaden bekommt. Es ist irgendwie komisch, aber so ist das hier. So, noch ein Stick. Wie die mich immer treffen, obwohl ich davon gar nichts merke. Wenn die mich von hinten treffen, dann stört's meinen Charakter gar nicht. Der verliert zwar etwas, aber der zeigt nicht wirklich irgendwelche Gefühle dazu oder so, dass er überhaupt was bemerkt. Ausweichen ist natürlich auch gut, eine gute Möglichkeit, gegen die zu kämpfen. So, da kommen schon die nächsten. So, ein Stick wäre jetzt ganz gut. Wollt ihr mir jetzt gratulieren? Es wäre sehr nett von euch. Ja, ich werf mich in diese Riesenkämpfe rein und andere, die haben Angst vor denen. Ihr könnt das ruhig vergessen, mich kriegt ihr nicht. Ich bin noch ein bisschen zu hoch für euch. Solltest du mir nicht helfen? Hier liegen relativ viele Tote. Hauptsache, mich interessiert hier der Angriff von denen überhaupt nicht. Ich laufe hier einfach durch. Ich esse gerade mal was, ne? Alter, wie viel sind das? Ah, hat gar nicht wehgetan. Tschüss. Könnt ihr mich eben nach Hause transportieren? Ah, lauft mir halt hinterher. Ich nehme euch wohl mit. Covered in Blood. Ja, sehe ich anders, aber
Gut. Wenn du meinst. Wann habe ich die so lange hinter mir gelassen, ey? Da traust du dich nicht hin, ne? Da traust du dich nicht hin. Mist, ich muss an eine Rüstung kommen. Denn mir fehlt gerade Rüstung. So, wie gehe ich vor? Da kommen die nächsten, Alter. Wenn man in der Nähe von Feuer steht, kommen die nicht zu einem. Dann machen die diesen Tanz. Guckt euch das mal an, wie der einfach keine Chance gegen mich hat. Wie ich da einfach in Ruhe auf den einschlagen kann. So. Da fehlen mir noch drei Köpfe. Läuft auf jeden Fall. Also die können mir eigentlich nicht sehr viel. Egal, was die hier nun versuchen. Also wenn ihr mal Probleme habt, hier habt ihr beste Sicht, wie man hier durchkommt. Gut, ich hätte jetzt trotzdem gern eine anständige Verteidigung. Ich stelle mich wieder in die Nähe des Feuers und mache wieder Party. Ah, in der Nähe des Feuers greifen die mich nicht an. Da machen die das da. Da könnte man übelst leicht einfach draufschießen, ne? Probieren wir das mal aus. War leider nicht genug Federn. Hast du gerade versucht, mich anzugreifen? Schäm dich. Hallo? Geht's noch? Sorry, ich mache mir erstmal hier Aloe Vera, was weiß ich. Wenn du mir schaden willst, werf mich nicht den nächsten Berg hoch. So wird die Sache nämlich nicht geregelt. Den gerade in den Berg reingeprügelt. Jetzt kann ich nicht mehr abwehren. Toll. Doch kann ich. Doppelte Abwehr. Ja, ich brauche noch ein paar Arme. Das wird schon. Ich zeige denen auf jeden Fall schon mal, was ich von denen halte. Auf effektive Weise.
Stein. Ich brauche Arme. Jetzt sehe ich natürlich wieder niemanden. Ja, bringen wir das schon mal an, ne? Ja, ich denke mal erstmal, dass dort hinten, da ich damit eh fast fertig bin und brauche ich ja nur einen Arm, den ich trotzdem nicht habe. Logik. Gut, das ging jetzt nochmal gut mit dem Abwehren. Es ging schnell. Ich musste nicht viel klicken. Vorher hatte ich das anders. So, muss ich jetzt noch mal nach ein paar Köpfen suchen. Hauptsache, hier ist ein ganz einsamer Baum. Jetzt haben sie plötzlich Angst, jetzt sind sie alle weg. Alle sind so weg. Wo sind die überhaupt hin jetzt? Frage ich mich jetzt her wirklich, wo sind die hingelaufen? Hier waren so viele, jetzt ist hier kein einziger mehr. So, dann habe ich das hier auch. Dann fehlt nur noch das hier. Dafür fehlen die Arme. Ich töte hier relativ viel in dem Gebiet, aber ich hoffe mal, dass die alle hier noch relativ häufig zu finden sind, die Tiere. Mist. Na, Hauptsache, ich habe so ein Tier dann. Da noch ein paar Arme für mich. Ich spiele gern einarmiger Bandit. Gut, ich kann anscheinend keine mehr tragen. Und ich bin covered in Blood. Aber das schon länger, aber ich kann schlecht ins Wasser springen. Da ist eine riesen Klippe. Und jetzt zum Strand zu laufen, wäre eigentlich auch ziemlich dämlich. Eine Grippe werde ich schon nicht kriegen. Hier lag doch irgendwo der Arm, oder? Nein. Mehr hin. Ist der despawned? Ne, die beiden liegen ja auch noch hier, also. Der müsste schon noch hier sein. So. Bringe ich das mal wieder zurück.
Und dann denke ich mal, dass ich denen schon so eine Lektion erteilt habe. Auch wenn ich nicht so viel mit in den Tod gerissen habe von denen. Gut, ich bin auch nicht gestorben, aber. Auf jeden Fall habe ich hier relativ viel getötet von denen. Und damit habe ich denen dann doch schon gezeigt, dass man nicht einfach so auf mich zurennen kann und sagen kann, hey, lass dich mal verkloppen. Denn läuft jemand ganz alleine, das ist wahrscheinlich ein Kannibale, der schleicht sich an den Stamm dort vorne ran. Beobachte ich mal das Geschehen. Das interessiert mich nämlich jetzt auch. Die werden jetzt wahrscheinlich gleich in den Kampfmodus umändern. Oder auch nicht. Der Kannibale geht da einfach hin. Und die interessiert es nicht. Ich werde einen wegblocken. Ich versuche es zumindest. Ich denke mal, alle anderen werden mir auch folgen. Die einfach irgendwie schwächer sind als ich. Da hilft es dir nicht mal in der Überzahl zu sein. Wenn jemand eine Waffe hat, dann geht er ab. Ich brauche nur die Arme. Dann gehe ich auch wieder, versprochen. Danke, Frau Kannibalin. Ich die Arme? Beine? Nein. Ich denke mal, ich habe die Arme. Ich hau ab. Du musst den Kampf alleine weiterführen. Ich werde noch von dem da verfolgt. Gut, den kann ich alleine wohl besiegen. Ist nur ein Einzelner. Guck dir das an. Der ist tot. Ich hau ab. Ja, ich denke mal, das war eigentlich schon eine coole Aktion. So, ich werde immer noch verfolgt. Die Musik hat noch nie aufgehört eben. Die ist immer noch da. Noch in der Nähe. Immer noch. Oder ist ein Bug? Die scheinen mich auf jeden Fall nicht zu sehen. Fertig. Dann gehe ich mal hoch. Nein, du sollst richtig hochgehen. Guck ich mal, ist hier irgendwo jemand? Nein.
Keiner hier. Dann gehe ich erstmal pennen. Und jetzt sind die wieder in der Nähe. Dort. Und dann speichere ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.